Ja, ich denke, dass man Mitarbeiter am besten im Unternehmen beteiligen kann an der Strategie, wenn man auch sehr viel Transparenz hat, was das Unternehmen allgemein machen möchte, damit alle quasi in die gleiche Richtung ziehen. Und wenn die Leute sich damit identifizieren können, dann muss man auch nicht viel organisieren, sondern die Leute finden einen Weg, um auch neue Ideen mit einzubringen und die Strategie von Unternehmen zu beeinflussen. Ich denke, dass in Unternehmen auch sehr hilfreich ist, sehr viel Freiheit zu haben, und dann unbegrenzter bezahlter Urlaub ist auch eine Möglichkeit, auch die Leute auch Vertrauen zu geben, dass die auch die richtigen Entscheidungen treffen, wann die auch deren Arbeit erledigen sollen und wann nicht. Und ich bin eher dafür, dass man die Arbeit nicht in Arbeitszeiten misst, sondern in Ergebnisse. Wenn man viele Freiheiten in einen Mitarbeiter gibt, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das vielleicht auszunutzen. Und bisher, aus meiner Erfahrung, war es immer sehr nützlich, auch sehr öffentlich auch damit umzugehen, was im Unternehmen passiert, dass auch eher so eine Art soziale Kontrolle entsteht, dass die Leute sich nicht trauen, irgendwas zu machen, vielmehr nicht aus Angst, dass der Chef das merkt, sondern aus Respekt gegenüber den anderen Mitarbeitern, die auch in einem Unternehmen arbeiten.